Also man sollte wissen, wenn ich dieses Stück spiele, geht es mir gut. Und dann denke ich irgendwie an schöne 80er Jahre, an schöne Erlebnisse aus den 80er Jahren. Mein Name ist Wolfgang Niedecken. Ich singe normalerweise bei der Band BAP. Und man hat mir die Spielregeln so erklärt. Man zeigt mir 5 alte Videos und ich darf da was zu sagen. Ich hoffe, dass es möglichst lustige sind. Das ist unfassbar. Ich glaube, ich drücke mal gerade da drauf, ja? Weil das muss man erklären. Also was dieses Video muss man einfach erklären. Man muss das aber in Gänze sehen, weil das ist einfach unfassbar. Das ist für uns das sogenannte Giftschrank-Video von Alles im Lot. Das haben wir dann viele Jahre später dann doch mal aus dem Giftschrank rausgeholt für so eine Video-Compilation von 3x10 Jahre. Du musst die Welt einfach gesehen haben. Das fing damit an, dass die Band meinte, wir müssten dieses Video jetzt auch mal so innovativ, was Innovatives machen und nicht nur die Videos, die wir sonst so machen. Und die Idee war, dass man über die Band eine bestimmte Folie legt und uns die Gesichter weiß schminkt und das dann mit so einem Effekt, dass das aussieht, als wäre die Band eingefroren in Eis. Alles im Lot und ich denke, was mag das wohl werden? Dann haben wir gewartet, bis das Ding dann mit den ganzen Effekten und alles Mögliche versehen war. Und das wurde uns dann vorgeführt im Büro des damaligen EMI-Chefs. Nachdem wir das dann gesehen haben, sagte der den wunderbaren Satz, ich glaube, da tun wir mal besser in der Schrank. Das allererste Musikvideo ever. Ja, herrlich. Wunderbar. Also nach wie vor eins meiner Lieblings-BAP-Stücke. Und dieses Video war wirklich das allererste Musikvideo, das wir geschnitten haben. Das haben wir in Wien in der Getreidebörse aufgenommen. Und wir haben gedacht, das war im Sommer, wenn wir da abends reingehen, dann sind wir irgendwie so gegen Mitternacht fertig da drin. Ja, geschissen. Wir sind da völlig fix und fertig im Morgengrauen raus und mussten noch bis Tübingen fahren, weil da war der nächste Gig. Mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Also wir haben es jetzt in der laufenden Tour auch wieder im Programm, Gott sei Dank. Deshalb am Schluss ist es noch reingerutscht, weil ich dachte, kann man nicht schon wieder spielen, aber irgendwie gehört es rein und alle fanden, ja, das muss man wieder, haben auch jetzt mittlerweile einen Hammerbläsersatz da drauf. Also man sollte wissen, wenn ich dieses Stück spiele, geht es mir gut. Und dann denke ich irgendwie an schöne 80er Jahre, an schöne Erlebnisse aus den 80er Jahren. Es waren nicht alle Erlebnisse schön, aber das war ein schönes Erlebnis. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others. Das war ganz süß. Ja, das sind richtig gute Jungs. Die habe ich kennengelernt, als sie bei Clouseau im Vorprogramm gespielt haben. Und ich fand direkt, das ist eine unglaubliche Präsenz auf der Bühne. Die tun nur das, was sie wollen. So viele aus der Generation passen sich doch an irgendeiner Stelle an. Nix da, bei denen nicht. Die sind
nur sich selber. Und das spürt man auch. Das spürt man auch von der ganzen Aura auf der Bühne und wie sie zusammen sind. Und wirklich richtig gute Jungs. Und die erinnern mich an unsere, an die Zeit von Bab Anfang der 80er. Ah. Der Kuhschädel. Kann man nichts machen, wir sehen uns einfach passiert. Es ist wie es ist, und lohnt es lang, da kommt doch keiner hier für. Es ruft wie Sau. Da habe ich ewig nicht mehr gesehen. Das ist schon, also New Orleans und die Aufnahmen von dem sogenannten Familienalbum mit dem Titel Rheinrassige Straße Köter. Das war schon ein unglaubliches Erlebnis. Das war im Mai 17. Und Julian Dawson, der das produziert hat, hatte die Idee dazu, wie er vorher für das davor laufende Soloalbum in Woodstock, sagte, ja, da müssen wir jetzt in New Orleans aufnehmen. Dann haben wir das gemacht und das war ein Geschenk, wirklich. Also seitdem ist New Orleans eigentlich so meine Lieblingsstadt. Also neben Köln natürlich. Ja. Also New Orleans kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Und wir haben das dann in einem Esplanade-Studio aufgenommen. Ja, ein ganz, ganz tolles Studio und mit einer unfassbar toll zusammengestellten Band. Ja. Der Bassist, der da drauf ist, das ist der Musical Director von Leonard Cohen. Ganz, ganz tolle Leute, ganz tolle Leute. Und wir haben uns nur wohlgefühlt. Das ist also, wenn du ein Album fertig hast und dann irgendwie traurig bist, dass es fertig hast, das ist immer ein gutes Zeichen. Dieses Stück, Ist wie es ist, ist eigentlich schuld daran, dass wir seitdem bei Bab mit Bläsern spielen. Ah, mein Freund Tees. Keiner weiß, wie lang die gleiche Halle ohne bei mir Zins und Zins und Zins bezahlt. Jetzt und lange haben wir alle akzeptiert, dass man Fakten einfach ignoriert. Schulterzucken zu, hast auch nichts für. Ja, das war mit Tees Ullmann bei der Präsentation vom Lebenslänglich-Album in Berlin im Heimathafen. Ja, wir haben ein paar Tage vorher geprobt und uns die Stücke live drauf geschafft. Und Tees Ullmann, seit ich den getroffen habe, mochte ich den. Also auch so ein total ein Typ, der so unfassbar zappelig ist, aber letztendlich in sich ruht. Der weiß, was er tut. Der weiß das, was er tut. Und der weiß auch, was er sich an Eskapaden erlaubt. Und also auf der Bühne, der ist auch sehr flippig und auch nicht unbedingt berechenbar. Aber wenn er einen mag, dann macht er nichts, was einem nicht gut tut. Also wir mögen einander, glaube ich, beide gegenseitig sehr gerne. Das ist einer, den ich sehr, sehr schätze, auch mit dem, was er an Platten macht, was er das Buch, das er geschrieben hat, und den ich auch vor allen Dingen also als Freund auch mag. Und durch den Tees habe ich auch gelernt, dass ich teilweise Stücke, also Teile von Songs auch ruhig Hochdeutsch singen darf, ohne dass die meine Authentizität flöten geht. Aber einige Zeilen, die er da gesungen hat, die habe ich übernommen, wenn wir das Ding live spielen. Und das haben wir jetzt auch wieder im Live-Programm. Das ist eine Nummer, die wahrscheinlich leider Gottes immer weiter Gültigkeit behält. Das ist ein absoluter Klartext. Das ist wirklich, das könntest du jetzt nach diesen beiden Corona oder fast drei Corona-Jahren, dann dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, und das, was alles so in der Zwischenzeit abgelaufen ist, das passt alles wie Faust aufs Auge. Das ist also wirklich, wie lange hat man das kommen gesehen? Wie lange hat man sich davor gedrückt, eine Entscheidung zu fällen? Wirklich verdrängt und noch, bis es irgendwann zu spät ist. Also das Stück ist ja noch vor Fridays for Future entstanden. Also so, wenn ich das damals schon gewusst hätte, hätte ich denen gewidmet, weil das ist, die Generation verdrängt es nicht mehr, Gott sei Dank. Und da kann man nur helfen, dass das die Gehör finden. Also wir sind schon heiser. Meine Generation, die am Ball geblieben ist, ist eigentlich mittlerweile heiser und oft genug so, dass man denkt, Gott, da ist ganz weg, vergiss es doch eben. Aber Fridays for Future hat dem ganzen Ding nochmal
frischen Wind gegeben. Und das darf man, das muss man unterstützen.